Das ist Josh Graham, der Branchensprecher und ein absoluter Outdoor-Enthusiast. Oh, und er zeigt auch sehr viel Enthusiasmus für einen Ausbau deines Busunternehmens in Angel Shores. Ich habe ein schönes Wandergebiet auf Goat Island gefunden und dachte, dass es toll wäre, wenn auch andere in den Genuss dieser Gegend kämen. Und damit es ein schönes Wandergebiet bleibt, hatte ich die Idee, dort Erdgasbusse einzusetzen. Die sind umweltfreundlich. Ja, und damit herzlich willkommen zum Bus-Simulator und wir machen heute weiter mit unseren nächsten Routen. Ja, wir müssen einen Erdgasbus kaufen, das ist die nächste Aufgabe und wie ihr seht, wir brauchen noch ein bisschen Kohle, aber das kriegen wir schon noch irgendwo hin. So, was fahren wir dann als nächstes heute? Ich guck mal gerade, was wir so als Routen haben. Ja, wir müssen den Erdgasbus kaufen, klar. Aber wir müssen heute Routen fahren. So. East 3rd Street, St. Anthony Church. Rote Wellen, genau, das war eigentlich der Plan an der Sache. Rote 6. Jetzt fahren wir das ganze Ding. Außer Betrieb? Sonderfahrt? Okay. Ich muss mal ganz kurz. Ja, alles gut. Entschuldigung. Ich muss mich jetzt wieder komplett reinorientieren. So, jetzt war der Plan an der Sache. Oder? Müssen wir nehmen? Jetzt. Okay, jetzt bin ich wieder da. Jo, Florida Avenue ist die nächste Haltestelle, das fahren wir jetzt auch an. Wir wollen natürlich auch wieder hier zweiter gereicht. Wir brauchen halt, wie gesagt, diese 300 Watt zu quetschen, 1000, um um einen Erdgasbus zu kaufen. Das wollen wir natürlich machen. Jetzt zufolge ist natürlich jetzt schon wieder wie so was her. 2-3 Tage, natürlich. Das kommt immer mal wieder ein bisschen unregelmäßig, das weiß ich auch. Das liegt einfach an der guten alten Zeit. Ihr kennt das ja mittlerweile. Privatleben geht natürlich immer vor und dementsprechend kann das durchaus auch passieren, dass ich mal so 1-2 Tage Pause machen werde. So. Schiffe, kannst du irgendwie. Oh Gott, wäre toll, wenn du mal weiterfährst. Die zwei lasse ich doch darüber. 3. Damit wollen die keine Strafe bekommen. Die kann ich mir jetzt ganz wenig, nicht gut gebrauchen. So, umso bessere Wertung wir bei den einzelnen Sachen bekommen, umso besser ist es. Ich wollte die Fahrerkabine nicht verlassen. Helena Park Church. Daniels Knödelhanna, die besten Knödel in Oakland. Voll lecker. So. So, dann ist schon die nächste Haltestelle. So, ja, wir den Zahltag bekommen. So, du möchtest eine normale Fahrkarte haben, okay. Einfache.
Clinton Avenue heißt die nächste Anlaufstelle. Oh, das war eigentlich nicht der Plan. Oh mein Gott. So, nächstes Mal Clinton Avenue. Ich habe gestern schon wieder verpennt. Nein, sie fand das ganz und gar nicht witzig. Tut mir leid. Okay, Leute. Tschüss. Na klar. Hier, bitte. Aber man. Na, wo hab ich denn? Ah! Hier, ja, ich bitte. Zeige Ihnen meine hier Fahrkarte. Ist die Fahrkarte. Ah, Wild! Kommt direkt über meine Sammlung. Hier ist ein Foto meiner Katze. Hier ist meine Katze. Fahrkarte. Ist der kleine Otterstempel nicht zu niedlich? Den behalte ich. Das war natürlich nicht der Plan, aber ich will eigentlich nur den Typen hier kontrollieren, mal kurz. Augenblick. Da. Hier, bitte. Hier, bitte. Und noch ein. Direkt mal zwei Spazierer erwischt hier. Nur kurz gut, oder? Die können wir noch. Also, die fahren wir dann noch mal. Wow. Perfekt gepackt. Bis so. Dann. Bis denn. So. Oh, cool. Sternensammler. Die fahren wir aber noch mal. Die Route. Definitiv. So. So. Gut. Nächster Halt, Marina. So, fangen wir an mit der ersten Haltestelle, die heißt Marina, so wie das gerade auch durchgesagt wurde. Ich habe ziemlich jeden Putz auch noch schnell die LED von dem Bus geändert, damit wir hier auch die Endhaltestelle drauf haben, damit wir wissen, ah, der Bus fährt dahin, weil vorher nicht der Sonderfahrt drauf stimmt. So, willst du darüber? Ist der Bus darüber? Okay, du willst nicht rüber. Ah, alles klar. Dann laufen wir bitte hoffentlich auch nicht im Bus, weil das kostet nämlich unendlich Geld. Kostet ja immer 20.000, wenn man einen Fußgänger anfährt. Dementsprechend kann ich da durchaus mal drauf verzichten. Das ist gleich ein Stück, ne? Aber wenn wir nicht immer hier welche Leute hast, die stehen müssen und dann gut durchkommen, geht's eigentlich. Boah, Alter. Fahrt. Ich hab grad noch ein bisschen. Ah, da vorne ist die. Jetzt gerade ein bisschen verfahren, fast. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, macht man normalerweise in Real Life nicht wirklich. Sollte man lassen. In Real Life hier auf der Straße, mitten auf der Straße zu werden oder was auch immer.
wie soll ich mal weiß, wovon ich spreche. Ich bin selber Busfahrer und ja, ist manchmal nicht ganz einfach. Gerade wenn man sich mal ein bisschen verzichtet. Aber es geht schon. So, auch das ist noch nicht vorgekommen. So, das nehmen wir mal mit. 19. Einmal alle durchgehen. Eine Fahrkarte, bitte. Natürlich willst du noch eine Fahrkarte. Okay, Seniorenticket, einfache Fahrkarte und... Danke. Ja, durchaus, ne? Er macht halt Spaß, er macht Spaß auf jeden Fall, klar, man hat eine immense Verantwortung und man hat natürlich eine immense Verantwortung, klar, von seinen Fahrgästen alles drum und dran, das ist nicht für jeden. Wir haben schon Leute, die wir versucht haben anzuwerben, weil die irgendwie Bock drauf hatten auf den Job und haben gesagt, doch, die Verantwortung ist doch ein bisschen groß. Dann lass es doch lieber und ja, natürlich, klar. Muss halt immer höllisch aufpassen und dass nichts passiert. Du fährst halt ein extrem großes Fahrzeug. Und aber wie gesagt, dann alles in allem macht natürlich auch Spaß. Und wenn man dann natürlich noch Fahrgäste dabei hat, mit denen man sich vernünftig noch unterhalten kann. Und ja, ich weiß, man sollte nicht mit dem Fahrer sprechen. Ist es halt, dann macht es eigentlich umso mehr Spaß. Da sind wir mal wieder Ausreißer nach oben machen. Also Leute, die halt ein bisschen, ja, anstrengend sind. Sollte eigentlich jedem klar sein. Das nächste Semester an der Uni wird so anstrengend. Du möchtest noch eine Fahrkarte haben. Ja, ich hab einfach eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, bitte. Alles klar. Warum eigentlich immer alles? Hören kann. Ja, das habe ich doch nicht so hören. Weil dann. Danke. Ich habe ja dieses Absinken jetzt mal bewusst Automatik gestellt. Heute ist es so weit. Ich spüre es. Gleich sind sie ja nicht mehr. Die haben wir nämlich, hier haben wir nämlich eben, mal eben eingestiegen, mehr oder weniger. So, jetzt mal. Will die jetzt noch rüber oder will die jetzt. Man muss völlig aufpassen, wenn ich jemanden erwischt, weil das auch durchaus anders ausgehen kann. So, dann fahren wir jetzt mal schön hinterher hier. Was habe ich erwischt? Was war das jetzt? Ach, das Auto, was abgewogen ist, oder? Bin ich ein bisschen zu eng gefahren, die Kurve? Oh. Das war ziemlich beabsichtigt. Die Stelle kann ausgebaut werden. Nach 30 Staffeln runter auf Hallo. Flächen, dachte ich, ich gucke nie. Eine Fahrkarte, bitte. Dann hat mir meine Enkelin Spring of Affection gezeigt. Und ich kann die nächste Folge kaum erwarten. Danke. So. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Zeit, ja. Eine Fahrkarte, bitte. Du hast ein Seniorenticket verdient, wenn man das von der Stimme hört. So. Gut, ich guck mal, wir gerade durch. Das muss man da gerade momentan stehen, weil es kann ja. Moment. Hier. Hier ist sie. Klar. Jonas, da wissen wir noch eine. Ich hatte gestern hatte ich eine. Da haben sie nicht kontrolliert. Jetzt ja, das ist nicht mein Problem. Ist es. Hey, hey, hey. Heute tue ich es und heute hast du keine. Hier, bitte. So. Scheinbar hat die Zellermann-Stiftung eine Heilung für pathologische Angst Augen, vor Bussen gefunden. Blick da, hier bitte. Du hast... Fahrkarte. Oh. Noch einer, jawohl, ja. Jetzt muss ich ja noch... Ja, Säcke. Es wird teuer. So.
Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Oh, ich bin doch gerade los. Wo bist du denn? Da hinten. Oh, tut mir leid. Mach den Bock aus. So. So, links auf der Clinton Avenue, das ist die letzte Haltestelle auf dieser Route. So, lass mal die Dame. Auf einmal kannst du doch schnell laufen, okay? Clinton Avenue, Endstation. Yep. Bitte alle aussteigen. So, leider noch kein Fahrtag. Tschüss. Wiedersehen. NPC-Fahrer fahren die Route mit 100% Effizienz. Cool. Warte mal kurz. Schau mal gerade, ob ich noch eine Route wählen kann. Ich habe jetzt die 6 gefahren, ne? Jetzt fahren wir mal die 7. Und die fahren wir auch wieder mit dem MAN. Oh, das war keine Absicht. Da hab ich gerade mal die Tür aufgemacht beim Fahren. Nächster Halt. Chinatown West. So. Mal nach Chinatown. Da lang abbiegen. Ah, okay. Gut, da vorne schon die Haltestelle. Das ist ja nicht weit. Wenn ich das richtig sehe, auf der Route jetzt. Ich will nach dem Zahltag heute reichen, auf jeden Fall. Da gibt es ein bisschen Cola, dass ich dann weiß, wie viel Geld die einnehmen. Weil wir ja irgendwann unseren Nachtgasbus kaufen wollen und den möchte ich dann ja im Golden Park einsetzen. Damit wir die Mission oder die Aufgabe erfüllen. So, jetzt fahren wir vor, komm. Nein, halt nicht. Ist das die? Ist die falsche? Nö, ist die nicht, ne? Ich weiß nicht, das ist eigentlich schon. Naja, aber ich sollte mal aufpassen. Ja, unterwegs. So. Dauert natürlich wieder, bis wir die Schüsse haben. So, dann fahren wir hier. Oh, nett. Danke schön, dass du mich abbiegen lässt. Aber ich glaube, hier ist das so geregelt, dass man tatsächlich, wenn man rechts abbiegt. Das habe ich gesehen im Rückspiegel. Es war ein bisschen enge zu gefahren, die Kurve. Hallo. Guten Tag. Diese Woche brauche ich mehr als eine. Okay. Normale, einfache. Wow, Alter! Den habe ich fast gar nicht gesehen. Ich habe gehört, dass zwei Typen sich mitten im Highlander Park mit Schwertern bekämpft haben. Okay. Die Leute heutzutage sind voll drauf. Nächster Halt.
So, da ist die nächste Haltestelle. Tag. Meine Fahrkarte, einfach 2. Achso. Ich brauche eine. Es ist kalt heute Abend. Wenigstens ist der Bus geheizt. Einfache Fahrt, bitte. Jawohl. Wie denn? Einfach. Danke. Jo. Da vorne können wir noch gar nicht hin, aber das kriegen wir bald hin. Ich denke mal, das könnte das nächste Gebiet werden, wenn wir... Gasbus haben. Was ja hoffentlich nicht mehr so lange dauert. Vielleicht nicht sehen, nächste über nächste Folge. Sonntag. Neunhundert. So, du willst auch eine Fackel haben, natürlich. Eine Fahrkarte, bitte. Jawohl. Danke. Seniorenticket. Ich hasse solche Menschen. Die überholen mich und dann biegen sie links ab. Ich gehe gerne in die Kirche, weil alle meine Bekannten auch gehen. Es ist eine so schöne Gemeinschaft. Hat sie geballert alle geradeaus drüber. Alle mal einsteigen. Hallo. So, normale Fahrkarte. Tageskarte braucht. Ah, ne, Bus. Drei brauchst du. Kann das sein? Gestern war ich im Baggerpark an der Schießbahn. Ah ja, ich habe damals 1898 eine lebenslang gültige Fahrkarte gewonnen. Hier ist sie. Ich wollte mal wieder angeln. 1800, Alter, wir haben 2022, als ob du da 2021, wenn das Spiel rauskommt. Ja, wichtig, also. Aber kein? Das war alles Leute mit gültiger Fahrkarte hier oder was? Komm schon, einer noch.
Einen muss er doch. Hier, bitte. Na klar. Hier. Was? Bitte. Wieso sehen Sie mich überhaupt? Dieser Zauberer ist mich unsichtbar. Ja, das ist das Problem. Na, einer einfach hin. So, normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Okay, meine Wochenkarte ist letztes Wochenende abgelaufen. Hoffentlich bemerkt das niemand. Wo muss ich jetzt lang? Geradeaus, ne? Ja. Das Gute ist, auf dem Navi unten wird die Route ja auch ein bisschen angezeigt. Doch, hier rechts ist die Haltestelle, oder? Rechts oder? Warte mal. Ich muss gerade hier. Jetzt muss ich mich gerade ein bisschen orientieren. Doch, ganz rechts hier. So, dann wollte ich auch nochmal eine Fackel haben. Naja, das ist wirklich so. Das ist gar nicht so leicht, den Frühstücksspeck perfekt hinzubekommen. Also ich selber habe Jahre dafür gebraucht. Ich frage mich, ob nach Spring of Affection noch eine Staffel kommt. Hoffentlich nennen sie sie Summer of Love. So. So, jetzt muss ich einmal rum, weil wir ja wieder zurück müssen, mehr oder weniger. Die Dings holpern. Oh, ist meine Fahrkarte noch gültig? Mit dem, was ich momentan verdiene, kann ich mir nur Kopfball leisten. Ich wünschte, ich würde in den Pits weg. Das ist die richtige Anstelle? Ja. Sehr schön. Gut, gut. Ist er da raus? Der Fahrgast, der gerade ein bisschen laut Musik gehört hat, der ist ja auch weg. Also ja, immer mal wieder ein bisschen ab die Strecken. Oh, das ist die letzte Haltestelle, ne? Sehe ich gerade. Die ist nicht hier, keine Sorge, die ist daneben. Endstation.
So, einmal alles aussteigen. Und dann haben wir das auch geschafft. Und wir beenden hier gerade unsere kleine Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Bus-Simulator. Und dann geht's weiter damit, Geld zu verdienen und den nächsten Alltag zu erreichen. Um dann irgendwann nach und nach den Einkaufsbus zu kaufen. Ja? Bis dahin. Und?